Ride Review. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin und einer neuen Folge der Theme Park News. Die News sind teilweise schon etwas älter. Ich hatte die letzte Zeit sehr viel Stress. Das liegt vor allem am Weihnachtsspecial-Video. Das sprengt alles bisher Dagewesene. Das kann ich dann jetzt schon mal ankündigen. Guckt hier auf diesem Kanal vorbei am 24.12.2015 um 12 Uhr. Dann gibt es das Weihnachtsspecial. Alles andere zu dem Weihnachtsspecial dürfte weitestgehend bekannt sein hier auf diesem Kanal. Aber kommen wir zu den News. Die ersten News führen uns nach England in den Freizeitpark Alton Towers. Und dieses Jahr hat sich ja der dramatische Unfall auf The Smiler ereignet. Aber jetzt gibt es eine gute Nachricht für alle Achterbahnfans und Freaks unter uns. Vor allem für die, die The Smiler noch nicht gefahren sind. The Smiler öffnet wieder im Jahr 2016. Das Kind wurde gerade fast von der Schiebetür zerquetscht. Die Untersuchungen haben ergeben, dass es menschliches Versagen war. Einer der Techniker hat Scheiße gebaut, auf gut Deutsch gesagt. Und es liegen keine technischen Mängel vor. Und somit ist wieder freie Bahn für das Smiler. Und vergesst nicht, Besuche in Freizeitparks und auf Fahrten auf Achterbahn sind und bleiben immer noch die sicherste Fortbewegungsmethode der Welt. Kommen wir zum Walibi Grand Alpe, dem französischen Ableger der Walibi Parks. Und die Gravity Group baut dort momentan eine neue Holzachterbahn. Das ganze Ding wird Timber heißen, bekommt halt so ein Sägewerk-Theming. Und der Bau läuft auch gut voran. Das Ganze wird eine eher kleine Holzachterbahn mit einer Streckenlänge von 446 Metern und einer maximalen Höhe von 17 Metern. Dennoch verbergen sich in diesem Layout 11 Airtime-Momente und die Investition, die der Park, der sehr klein ist, den werde ich euch dann nächstes Jahr vielleicht auch mal vorstellen, betragen 4,2 Millionen Euro. Bleiben wir bei Walibi und kommen zu einem Walibi-Park, in dem man Französisch und Flämisch spricht, nach Walibi, Belgien. Dort baut man ja momentan einen weiteren Shuttlecoaster. Für mich ist dieser Park auch Shuttlecoasterhausen. Und da baut man den Megasplash von Mack Rides, auf jeden Fall die Lounge-Wasserachterbahn. Und auch die Bauarbeiten am großen See haben schon angefangen. Die ersten Schienenteile stehen schon. Da können wir nächstes Jahr auch gespannt sein, was da passiert. Und dann haben wir jetzt den perfekten Übergang zum Walibi Holland. Auch das Walibi Holland baut ja eine neue Achterbahn. Das wurde ja bereits bekannt gegeben. Es soll ja auch ein Ride von Mack Rides werden. Die ersten Schienen stehen schon, das heißt der Lift, der sehr strange First Drop und auch die erste Inversion, die danach kommt. Das Ganze sieht momentan eher aus wie ein Infinity Coaster von Gerstlauer und nicht wie eine Bahn von Mack. Warten wir mal ab. Was mir da schon sehr gut gefällt, ist die Gestaltung der Schienen, wechselnd in schwarz und gelb, sieht ein bisschen aus wie Crash Test. Und auch die ersten Sachen, die so im Internet aufgetaucht sind von Walibi Holland, zum Beispiel der Mental Test, deuten ja so ein bisschen auf die Richtung Crash-Test-Unfall hin. Aber da ist noch nichts bekannt gegeben in Sachen Thematisierung und Story. Und was schon bekannt ist, und das ist wahrscheinlich das Entscheidendste, die Eröffnung des Coasters. Und die ist im Jahre 2016 direkt am 24. März, das ist der Tag vor Karfreitag. Das heißt, ihr habt alle Ferien und wir alle anderen haben danach frei. Wir werden es wahrscheinlich alle in Holland sehen, wenn das Ding bis dahin fertig ist. Ich bin gespannt, wann der Park was dazu bekannt gibt und ich halte euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden. Dann kurz ein Blick über den großen Teich nach Amerika, nach Orlando. Dazu gab es ja auch schon eine Folge der Theme Park News. Es geht um den Skyplex Complex. Da habe ich ein Video zu gemacht, das ganze Konzept und diesen Park, der das werden soll, vorgestellt. Gebt einfach mal in der Suchfunktion hier auf diesem Kanal Skyplex ein oder ich verlinke euch das Ganze auch noch. Und dieses Projekt hat jetzt grünes Licht bekommen und wird jetzt angefangen zu bauen und dann 2018 rum eventuell auch schon eröffnen. Ein weiterer Park, wo die Amis mal ihre Finger mit im Spiel hatten, das aber schon lange nicht mehr, ist der Movie Park Germany. Da ist ja auch schon eine News von mir rausgegangen in Videoform und das dürfen ja auch schon einige wissen, hat der Movie Park Germany für nächstes Jahr, wäre gelogen,
für 2017 eine neue Achterbahn angekündigt. Mehr auch nicht. Die Kollegen von Freizeitpark News NRW haben bei genauer Recherche und ein paar guten Quellen was ein bisschen mehr rausgefunden, was natürlich alles nicht bestätigt ist und in die Kategorie Gerüchte eingeordnet werden muss. Das ganze Ding soll ein Coaster von Muckrats werden. Was aber schon bekannt war, dass das Ding hinter dem Eingang direkt gebaut wird. Der Bamboo Twister Club, die Kinder-Maze zu Halloween, wurde inzwischen abgerissen und auch Teile der Thematisierung vom Alien-Encounter wurden entfernt. Dahinter verbirgt sich ziemlich viel Platz. Da bin ich mal gespannt, was der Moviepark da raushaut. Das könnte cool werden. Der Park hat ja mit Van Helsing's Factory gezeigt, dass er gute Achterbahnen auch kann. Und auch mit Temple of the Night Dog gute Thematisierung. Da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden. Und dann noch eine weitere News aus dem Moviepark Germany. Weiteres Retracking an der Holzachterbahn Bandit. Weitere 200 Meter Strecke werden retracked. Ob das was gibt, weiß man nicht. Und kommen wir wieder zu einem Update von bereits bekannten News. Wir gehen in den Hansa-Park. Da ist ja die neue Achterbahn, Kinderachterbahn, der kleine Zar, bekannt gegeben worden als eine der zwei neuen Fahrgeschäfte für nächstes Jahr. Des Weiteren ist die Thematisierung angefangen worden von der Schwur des Kernern. Gibt es auch schon ein paar Bilder im Internet, sieht ziemlich interessant aus. Und der zweite Ride ist bekannt, es wird ein Wellenflieger. Und wir bleiben noch in Deutschland, gehen jetzt aber ans komplett andere Ende der Freizeitparklandkarte in Deutschland, in den Bayernpark. Der Bayernpark baut momentan seine Neuheit für 2016 und das Ganze wird ein Gerstlauer Skyfly. Mit dem Namen Duell der Adler. Und eine Besonderheit hier ist, der Skyfly bekommt einen Loop-Counter. Sehr cool. Und da bin ich auch mal gespannt, wie die endgültige Thematisierung aussieht. Den Bayernpark möchte ich mir auch gerne mal angucken, wenn das irgendwann mal hinhaut. Und einen Park haben wir jetzt noch in den News. Das ist der letzte Park für diese News. Wir bleiben auch in Deutschland, wir bleiben auch im Süden. Es geht in den Europapark. Noch diese Saison soll ein weiterer Pop-Tower im Königreich der Minimoys errichtet werden. Und für 2016 ist der neue Themenbereich ja bekannt gegeben worden, Irland. Unter anderem gibt es da drin einen Contiki von Zira. Und einen 80 Meter langen Kinderzug von Muckrats und einige andere kleine Änderungen für 2016. Ja, und mit dem Wasserpark im Europapark müssen wir noch bis 2018 warten. Dieser soll am Ortseingang von Rust entstehen und anfangs per Bus-Shuttle zwischen Park und Wasserpark genutzt werden. Unter anderem kommt natürlich aber auch ein Themenhotel direkt an den Wasserpark. Ja, und damit sind wir durch für heute mit den Theme Park News. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ich versuche, die Taktungen jetzt kürzer zu halten und euch schneller und aktueller zu informieren. Wir haben jetzt ein bisschen Luft wieder. Das Schlimmste ist vorbei. Nur muss dieses Mammutprojekt auch noch geschnitten werden, aber das ist ein anderes Thema. Ansonsten, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin raus, ihr seid die Coolsten, euer Brofies Retro Review Magazin. Peace.